Schönen guten, liebe Leute, ich bin der Dene und wir sehen uns hier wieder mit Geheimakte Tunguska, die sechste Folge. Und wir waren ja letztens mal stehen geblieben, als die Katze hier aus dem Baum abgehauen ist und leider unser Handy da oben liegen geblieben ist. Ah, die hat. Ah, nee, die ist ja hier oben. Guck mal hier. Ich lach mich tot. Ja, ich habe jetzt schon eine Woche oder so nicht aufgenommen und musste mir mal kurz die letzte Folge, so was wir da gemacht haben, reinziehen. Und dann habe ich entdeckt, da hatten wir noch so einen Bug hier, ne? Und da. Man muss sich das Ding einfach mal vorher angucken, dann klappt das wieder. Ein improvisierter Kescher. Das war's schon. Und schon können wir hier. Und schon können wir hier. Und schon können Ein wir hier. Ein improvisierter Kescher. Nicht. Das könnte klappen. Jawohl. Ja. Herzlich willkommen. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Ja, das Maxchen, das sehen wir natürlich wieder. Und ja, das ist schon alles hier. Da verschwindet die ein bisschen. Es ist irgendwie ein kleiner Bug. Ich weiß gar nicht, ob das schon früher war oder ob das neu ist. Ich würde sagen, wir fahren mal irgendwo hin, oder? Wo fahren wir hin? Wladimir ist Papa, ne? Ins Museum? Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Ja, okay. Ich ist nur am Pennen, oder? Nicht schlimm, Jim. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Max und Kanski. Kanskis, wer war denn jetzt der Typ, der da im Büro stand? Ich bin ja nicht mehr so auf dem Laufenden, verdammt. Aber ich glaube, es ist der Imperator. Also, ne, diese Handbewegung und so, ja, das kam mir schon so vor. So. Jetzt schauen wir nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas sein muss. Ich habe. ich weiß es auch nicht, Leute. Vielleicht vertue ich mich auch im Spiel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen mal rein und gucken, was uns da so erwartet. Ah, ein Tyrannosaurus. Ja, hier hinten war der, glaube ich. Das Maxchen. The Max. Können wir da rein jetzt? Ja. Aha. Ja, ich will nur noch mal schauen, ob hier irgendwie. Ob hier irgendwas ist. Ich glaube, hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Apropos, wir hatten doch hier irgendwo so einen Klotz. Kann man das da reinschmeißen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Kann das aber auch nicht. Irgendwie musste man das befreien, das weiß ich noch. Hallo? Nichts geht mehr. Rien ne va plus. Kann man mit dem Schlüssel abhacken? Nein, können wir nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was der Max macht. Pflanze, ja, die hatten wir schon. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil.
Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Ja, mein lieber Max, ich hätte gerne mal gewusst, Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Ja, viele, viele Danke, Max. Was ist mit Eddie los? Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Tja, keiner weiß von nichts. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell.
Ja, Nina, denk mal ein bisschen schneller, du. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Diese Tja. Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem, ich werde hier warten. Genau. Lass dir Zeit. Sorry. Ja, wir sind jetzt hier im Büro von Max. Und werden doch gleich mal gucken, ob wir hier nicht was einsacken können. Ja, es sieht gar nicht so aus. Moment hier, Nina. Achso. Naja, gut, Nina kennen wir ja. Nina ist ja eine ganz nette, ne? Ja, Kann man schon gebrauchen, das Madel. Im Kühlschrank, da werden wir noch mal einen Blick drauf werfen. Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Ja, so ist es. Wie die Frauen. Mal sehen, was wir da so finden. Was haben wir da? What's that? Was ist das? Was haben wir denn da? Eine Gipsdüde. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Ja, krass, da habe ich schon eine Idee. Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Oh, und auch da habe ich schon eine Idee. Wunderbar, wunderbar. So, und jetzt weiß ich noch aus sicherer Quelle. Oder auch nicht. War hier früher nicht ein Loch? Oder irgendwas, was man hier angucken konnte? Das ist nämlich manchmal arschklein. Und da hat man echt ein Problem. Ich meine, hier war was. Nein? Naja, dann nicht. Aber hier, aber hier. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Komisch. Na, nimm mal mit. Wo ist er? Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Verstehe ich gar nicht. Und? Hat sie das Ding jetzt? Oder muss ich das hier benutzen? Ah. So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Tja, das war auch so cool an dem Spiel hier irgendwie. Man hat immer gleich das, was man benutzen kann und benutzen sollte. Irgendwann hat man irgendwie da, also wenn man wirklich alles eingesammelt hat. Das tut man ja auch in den meisten Fällen. Und ja, wenn man es nicht mehr braucht, ist es weg. Ja. Ich kenne das noch alles ein bisschen anders. Da hast du allen Scheiß noch mitgenommen und wirklich allen Scheiß bis zum Schluss gehabt. Das war ein bisschen verwirrend, aber auch im Gesamten ein bisschen schwieriger, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Müssen wir hier noch was machen? Können wir raus? Was mit dem Ventilator? Nix. Können wir wieder rausgehen? Ja, wir können. Wundergut. So, jetzt haben wir ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen was mischen, oder? Ich habe hier diesen Gips und da habe ich Wasser. Ich könnte das mal eben, Moment mal, ich mache mal eben hier einen klar. Also hier Wasser. Jetzt habe ich ein Kit in Porzellanschale. Wundergut. Da soll aber noch irgendwie, habe ich dieses Dings noch? Ne, habe ich nicht, ne? Eine Aloe Vera Pflanze für die. Haut ab 40, genau, Nina. Ob Nina schon 40 ist. Also, ich habe jetzt schon diesen Kit da. Jetzt könnte ich doch hier mit dem. Nein? Ah. Das Ding passt da nicht so richtig rein und fällt immer wieder raus. Ja, wenn das so ist. Dann. Wie sollen wir das denn jetzt machen? So. Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Ja. Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Auch das macht doch nichts. Die Prinzessin hat nichts dagegen. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Genau, denn dieses Zettelchen hat uns doch erzählt, oder von wegen hier Smaragd und solche Sachen. Ich glaube, sowas Ich gehört glaube auch da nicht, rein. dass eine gelbe Nein? Schabe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen Okay. würde.
Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Diamant, Rubin, Smaragd. Also Rubin haben wir hier reingetan, Smaragd ist grün. Und Diamant ist, ja, weiß. Aber irgendwie stimmt das nicht. Ich tue da das Ding rein, dann tue ich das Zeug. Ich werde die Säure mal vorsichtig über den Stein gießen. Ja. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Genau. Und da gab's doch dieses, Moment. Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Sie schimmern jetzt grünlich. Ja, ich werde bekloppt. Natürlich schimmern sie grünlich. Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kit trocken ist, werde ich es nur noch mit roher Gewalt abkriegen können. Gut. Und Diamant ist aber doch nicht so. Ich meine, wir können es mal probieren. Ja, so müsste es halten. Tatsache. Okay. Scheinbar haben wir es. Oder was? Und was kann ich jetzt damit machen? Wir gucken uns das mal an. Meine Ersatzjuwelen sind zwar nicht wirklich schön, aber Bastelarbeiten waren noch nie meine Stärke. Meine auch nicht, aber ganz klar nicht. Können wir das mit Nina benutzen? Ich glaube nicht, dass ich durch das Tragen des Diadems der Erleuchtung näher komme. Ja, noch nicht. Irgendwann werden wir das aber tun. Aber das nehmen wir dann spätestens in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich dabei fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.